Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute spielen wir ein Trading Card Game Card Shop Simulator zusammen mit Noel. Ja, moin. Noel schaut zu, ich spiele. Tetramon. So, das ist also die Welt, in der wir leben. Cheesy Bites P Pizza, hot and ready. Aha. Ich habe meinen Job gekündigt, um meinen eigenen Kartenspielladen zu öffnen. Lass das mal nicht schief gehen. Wir nehmen den Shop. Oh. Öffne ein Telefon und decke dich mit Kartenpatheken an. Oh. Reno Groß. Yeah. Spielevent? Oh, da kann man Spielevent machen. Das ist cool. Verpiss dich, Junge, wir haben geschlossen. Kauf mal einfach mal. Oh, mal zwei. Sind wir mal geizig. Ja, wir Box öffnen. Das ist scheiße. Das ist der Mülleimer neben deiner Tür, oder? Nein, das ist ganz wichtig für solche Spiele, dass du nicht die Mülleimer benutzt. Also, unseren Preis stellen. 3,26 € ist Marktpreis. Dann machen wir 30. Ja, machen wir 3,50, ne? Easy. So, komm rein. Du musst aber das zweite auch noch einstellen. Nee, das macht er automatisch für die Designprodukte. Warum kommen Sie rein? Denn so? Bro, was ist mit dir denn? Ja, typischer das Trading Typ, Card ja genau. Kunde. Genau, ich wollte es gerade sagen. $4 dafür ist fair. Das sind mehr als $4. Das sind nicht mal $4. Fick dich. Yo! Oh. Bitte lass mich das mit. Oh! Ich darf mit dem Namen Pit eingeben. Kommst hier rein und stinkst den scheiß Laden voll? Und kaufst nur so wenig Packs? Danke, der Herr. So, ich kann ja, ich kann hier jetzt auch. Dachte ich. Oh ne. Wie kann ich den nehmen? Ach, Linksklick. Ich drück rechts. Rechtsklick, ich drück links, meinte ich. Und jetzt können wir die öffnen. Ist auf, Junge. Boah. Boah. Nimbles, Junge. 50 Cent. Boah, 11 Boah. Euro. Boah. Das ist crazy. Okay, das Game muss ich mir auch holen. Vielleicht ja. Begleicht das meine Sucht, dass ich dann in echt keine Packs kaufe. Boah, 55. Crazy. Und genauso funktioniert das Game. Wie heißt das Game? Trading, also TCG Cards da ist es Shop. Shop Simulator. Genau. Bro, die kaufen uns hier den Laden voll leer. Die kaufen uns den Laden leer. Machen wir mir keine Zwickel. Machen wir mir nur 1-Euro-Stücke, was ist das? Kein Geld. Perfekt. So. Ich glaube, jetzt habe ich. Ja, genau. Ich kann jetzt auch schon größere Pakete davon kaufen. Also, ich müsste vielleicht auch oh, erstmal. 9,88 über dein Startkapital. Ja, jetzt nicht mehr. Genau, da sind jetzt doppelt so viele Karten drin. Oh. Dann müssen wir einen Spieltisch kaufen und platzieren. Lauf durch mich durch, wenn ich gerade einräume. Beiß die Hand, die dich füttert. Wichser. Für 2 Kartenpacks.
Ja, schau zu, dass du lang gewinnst. Ja, dann kaufen wir uns einen Spieltisch. Da kommen wir hier ganz in die Ecke rein. Jetzt können die Leute hier auch mal gleich ihre Packs öffnen und damit weiß ich nicht was machen. Ist mir auch egal. Ich bin hier nur ums Geld zu bedienen. Der Kollege kauft richtig ein. 70 Euro und er will 30 zurück. Oh Gott. Einer hat sich schon hingesetzt. Der spielt schon allein. So. Kann wieder öffnen. Ja, natürlich. 70 Cent. Ach, scheiße. Aber ein paar neue waren dabei. Sorry, ich kann gerade nicht. Komm, jetzt kommt ein Banger. Ja, jetzt. Den Pack. Ich habe so ein Gefühl. Der nächste. Ach, scheiße. Schade. Ja, sogar was in deinen eigenen Packs, die man verkauft, verkauft. Ja. 50. Ah, okay. Ich würde tatsächlich sogar noch einen zweiten Spieltisch bauen, weil wir müssen, 10 Leute spielen lassen und das dauert ewig, habe ich das Gefühl. Boah. Und für den Rest brauchen wir dann Stufe 3. Aber genau, das ist hier Zubehör, da kannst du noch Reinigungsspray kaufen, die Kartenhüllen, bessere Kartenhüllen, die 20s. Themed Kartenhüllen, Deckboxen, Spielmatten und Figuren kannst du verkaufen. Das wird crazy. Oh, hallo. Ich habe sie gar nicht gesehen, sie haben so wenig dabei. Ich habe kurz ein bisschen die Stadt erkunden. Ich glaube, hier ist eine unsichtbare. Ja, hier ist eine unsichtbare Wand. Cheesy Bites, Pizza, Hot und Ready. Schade, dass hier eine unsichtbare Wand ist. Welchen abgelegenen Scheiß hat's mir eigentlich? Mülleimer. Ah, mit R können wir das Album öffnen. Okay. Hallo? Okay. Und hier haben wir die Preisentwicklung. Oh mein Gott, Alter. Ach du Scheiße. Da könnten wir jemand, da könnten wir Leute mieten, ne? Ah, das ist Erweiterung. Was ist das? Das sind auch nochmal, das sind nochmal Spiele extra. Man kann auch nochmal extra Spiele verkaufen. Achso, 55 zurück. Ciao, Junge. Eins. Wer braucht eine Tüte? Bro, denk mal an die Umwelt, Wichser. Oh, es ist 3 Uhr nachmittags und es ist niemand da. Der sieht so aus, als wäre das ist doch der Alte. Das ist, sind ja auch nur NPCs unterwegs, wenn die einkaufen bei uns. Der sieht so aus, als wäre er betrunken. Dann will er aber versuchen, unauffällig zu gehen. Ja. Ich weiß, ich glaube, wir können den Preis mal ein bisschen erhöhen. Mal schauen, ob ich da heute Abend dann auch noch einen Shop öffne. Hallo. Der hat die ganzen Sachen noch zum Billigpreis gekriegt. Ihr Kollegen müsst jetzt mehr bezahlen. Aber die könnten auch echt ein bisschen schneller gehen. Ein Pack?
Aber ich würde dich dem gerne in die Fresse treten. Hä? Er hat nur eins genommen. Ich nehme das alles zurück, Meister. Oh ja, wir sind Level 3. Kann ich die Magats kurz alle irgendwie ein bisschen umsortieren? Ne? Passt das? Boah, wie es genau passt! Und der Kollege macht's kaputt. Wir bestellen uns jetzt. Boah, das ist ein teuer. Und eins noch als Vorrat von denen. So. Jetzt haben wir hier diese Starter-Packs. 26 Euro im Marktpreis. 28 ab dafür. Oh. Guten Abend, Jungs. Triggert mich ein bisschen, dass da nur 4 reingehen. Achso. Ja. Wie lange haben wir geöffnet? Boah, wir haben ja sogar Lichtschalter. Und die Kollegen zahlen fürs Spielen. Crazy. Was? Wow. Bro. Kannst du nämlich nicht hinter der Kasse rumgehen? Junge, was ist mit dir? Wie viele Starterpacks willst du kaufen? Bro, 179? Ja, viel Spaß. Aber man kann sogar die Karten schauen. Und die haben nicht mal dieselben Karten, das ist crazy. Ist ja doch so viel, kannst du ein paar Packs öffnen. Ja, ich wollte auch gerade sagen. So, ab dafür. Da ist tatsächlich was Gutes drin. Ach nicht. Ja, aber nicht so geil. Ich frage mich, ob man das Game auch irgendwann spielen kann. Und warum die sich die Mühe gemacht haben, da unten wirklich Effekte hinzuschreiben. Flammi, Junge. Boah, der war auch crazy. Den habe ich jetzt nicht genau angeschaut. Ja. Dann machen wir Gewinn. Solange wir mehr als 3 Euro rauskriegen aus den Karten, machen wir Gewinn. Also 4 Euro eigentlich. So. 4 Euro eigentlich. Ich glaube, sie gewinnt. Ich kaufe währenddessen noch 2 davon. Schon so aus, als wir das auch gewollt. Schönen Abend euch noch. Und jetzt müssen wir als nächstes einen Kartentisch kaufen. Zack, 4 Euro. Schön. Der, wir sperren gleich zu. Was ist mit dir? Erst noch mal die Sucht befriedigen. Ja, das ist... Ja, war ein Scheiß-Pack. Das hätte man besser verkauft. Kriegen wir EP fürs Öffnen von Packs? Ja, kriegen wir tatsächlich. 11 Euro. Okay. Boah. Hallo. Dreimal Starter-Pack. Warum auch nicht? 84 Euro. Danke, der Herr. Und was brauchen wir jetzt? Wir brauchen jetzt einen Kartentisch. 400. Boah. Boah, das ist auch dann alles, Junge.
Das ist alles, ja. Wir haben irgendwann auch noch Rechnungen zu bezahlen. Ich glaube, wir warten mal nochmal damit. Ja. Ja, danke fürs Bezahlen noch. Aber und jetzt der Tag ist vorbei. Warum kommst du rein? Spielstunden, 11 Stunden, ja. Ah, trotzdem, okay. Ja, wir haben mit Minus gemacht. Wir mussten ja erstmal alles kaufen. True. Ja. Ja, wobei, warte, wir machen es gleich. Wir machen uns gleich den Kartentisch. Was soll es kosten? Was kriegen wir da eigentlich noch? Automatischer Duft? Ach, dass die Leute nicht mehr stinken. Eine Werkbank? Nochmal ein Checkout? Ja, und dann kriegen wir halt immer bessere Sachen davon. Ein 1000 Kartentisch, also Euro Kartentisch mit Glas drin. Das ist so ein... Auf den sparen wir jetzt, auf den Button. Hey. Es hat ihn nicht gestört, dass ich auf 4 Euro hochgegangen bin. Schauen wir mal, nicht zu viel will. Ich denke immer, dass ich mir das Escape rausgeben muss, das triggert mich. So, wir stellen mal den Kollegen hin. Was ist da eigentlich? Warum ist da eine Tür? Ich denke, hier ist der. Jetzt könnten wir... Genau, ich will nur Sachen verkaufen, die ich doppelt habe. So, die könnten wir jetzt einfach mal nehmen. Zack. Oh mein Gott, ich reg mich das auf. Dann legen wir die da hin. Und verkaufen die, Marktpreis 6,10 für 6,50. Dann schauen wir mal. Dann haben wir dich hier noch doppelt. Ich kann zum Glück mehr Karten nehmen. 2, 1. Die sind zwar alle nicht so viel wert, aber sind doppelt. Jetzt habe ich 7, 8, 9. Ist das unsatisfying? Auch Kleinvieh macht Mist. Oh. Achso, den habe ich schon. Okay, ich glaube, dass ich die kleinen Karten nicht mehr verkaufen werde. Sei bloß eine Person an der Kasse stehen. Ja, ich wollte auch schon sagen. Ich kann nochmal kurz ein neues Pack kaufen. Zack, zack. Oh, 5 Euro Liefergebühr. Nee, ja, kaufen wir nicht. Na, die 5 Euro sehe ich nicht an. $2,62, das ist crazy. 2,79. Richtig, oh, richtig. Jetzt mal so ein richtiger Banger. Schade. Hä? Oh, der Kollege kauft eine Karte. Kauft sogar eine teure Karte. Ach komm. Kaufst du noch eine Karte? Alter. Was ist los mit dir?
Ja, 7,35. Kein Trinkgeld. Bastard. Ich glaub. Ja, für 50 sind anscheinend doch nicht zu viel. So, haben wir hier noch irgendwas doppelt? Ja, euch beide. Oh, nee, das wollte ich nicht. Hallo. Ja. Jetzt. So, wie lange denn ungefähr noch? Hör was? Deine Aufnahme. Wie lange die läuft? Wie lange ungefähr noch? Also, die ist jetzt 23 Minuten. Ja, wir können dann jetzt. Ja, dann abmode, oder? Ja, jo, sofort. Sonst schon. Die wollen alle nichts. Das sind alles gierige Geizkragen. Danke. Den kassieren wir noch schnell ab. 30 Cent. Achso, aber der kriegt gar kein Rückgeld. Ja. Dann würde ich sagen, war es mit der Folge. Lasst ein Like und ein Abo da. Seid gefahren, schaut auf ein Noel vorbei und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.